Hallo Internet, mein Name ist Peter, 33DBM. Ich habe schon zwei Videos gemacht über die Funkwellen, so von die Frequenzen im Überblick, dann ein bisschen was über die Mobilfunktechnologien an sich, GSM, UMTS und LTE. Und jetzt geht es darum, die Antennen zu messen und dafür müssen wir erstmal angucken, wie die Antennen aussehen und so ein paar Begriffe der Hochfrequenz klarstellen. Also ich mache jetzt so eine Einführung in die Antennentechnologie für den Mobilfunk. Gibt natürlich noch viele andere Antennen, die ich nicht beschreibe, für Kurzwelle und andere Frequenzbereiche, aber die für den Mobilfunk eingesetzten, die gucken wir uns jetzt mal genauer an. Es folgt dann noch in einem weiteren Stream oder in einem weiteren Video die Messung von diesen Antennen. Bei der Installation oder bei den Defekten muss man die vermessen, mal gucken oder schauen, wo der Fehler ist, ob er im Kabel ist oder in der Antenne. Eigentlich möchte man damit herausfinden, ob die Antenne ihre Aufgabe erfüllt, also das Versorgungsgebiet, wofür sie gebaut ist, also den Kunden zu versorgen von einem Dach oder von einem Mast aus und auch von dort die Signale zu empfangen, ob sie dieser Aufgabe gerecht wird. So eine Antenne hat ja eine gewisse Ausleuchtzone, wie so ein Blendlicht von so einem Auto. So ungefähr lässt sich auch in der Tilt verändern, also in der elektrischen Absenkung, wie beim Ablendlicht vom Auto, wenn ich das nach unten, oben und unten schraube. Das können wir auch mit so einer Antenne machen. Und wie das funktioniert, ist quasi der Inhalt von diesem Teil hier. Und da habe ich ein paar Folien vorbereitet. So, Begriffe der Hochfrequenz. Wir haben es bei der Hochfrequenz mit Wellen zu tun oder mit Energie zu tun, deren Wellenlänge viel kleiner ist als wie die Länge des Kabels. Im Gegensatz zu einem elektrischen Verteilnetzwerk hier für 50 Hertz, da ist die Wellenlänge etwa 8000 Kilometer. Ja, so ein Weg von einem Kraftwerk bis hin zum Verbraucher ist in der Regel kürzer, besonders bei einem Verbundnetz. Da habe ich also diese Probleme nicht. Kommen wir trotzdem drauf zu sprechen. Also man muss ein bisschen drauf aufpassen, man muss Kenntnis darüber haben, auch bei 50 Hertz. Aber bei Hochfrequenz ist es so, dass die Wellenlänge auf jeden Fall kleiner ist als wie die Kabellänge. Bei 900 MHz haben wir eine Wellenlänge von so etwa 30 cm. Das heißt, eine Wellenlänge, die geht hier von diesem Knoten los, also Sinus, und endet dort. Das sind also 30 cm. Und so ein Antennenkabel ist natürlich ein ganzes Stück länger. Und deswegen müssen besondere Voraussetzungen vorliegen. Es muss zum Beispiel ein angepasstes Kabel benutzt werden. Wir benutzen in der Regel so Koaxialkabel dafür, also in der Mitte ein Leiter und außen drum eine Abschirmung. Und die Generatoren, also hier unsere Sender zum Beispiel, die müssen auch eine Anpassung haben. Das heißt, der Innenwiderstand von diesem Generator muss dem System, also in der Regel 50 Ohm entsprechen. Das würde bedeuten, wenn ich so eine Welle hier in diesem Generator erzeuge und Energie erzeuge in einer Endstufe, dass wenn der einen Innenwiderstand von 50 Ohm hat und der Rest hat auch eine Anpassung von 50 Ohm, dass wir bereits die Hälfte der Energie in der Endstufe verbraten. Die wird warm. Das ist so. In der Regel kann das so ein bisschen transformieren, aber normalerweise verbrate ich die Hälfte der Energie bereits in der Endstufe, die wird warm. Wenn man das mit dem Stromnetz machen würde, würde ich die Hälfte der Energie bereits im Generator, im Elektrizitätswerk in Wärme umsetzen. Wäre das jetzt nicht so effektiv, aber leider Gottes haben wir diese Voraussetzung in der Hochfrequenz, dass Anpassung bestehen muss. Wenn der 50 Ohm hat, dann haben wir hier ein 50 Ohm Kabel und dieses 50 Ohm Kabel sollte natürlich hinten eine Antenne drin haben oder einen Abschlusswiderstand, was jetzt nicht so sinnvoll wäre. Also eine Antenne, auch wieder mit einem komplexen Widerstand von 50 Ohm. Wenn wir das nicht haben, also in diesem Fall haben wir das nicht, da haben wir nämlich hinten auf dem Kabel einen Kurzschluss drauf gebaut. Ja, eine Metallplatte auf das Kabel drauf gesetzt. Und jetzt passiert nämlich Folgendes: Wir haben, deswegen lässt sich das Bild auch mal im Moment hier stehen, wir haben eine vorlaufende Welle, das ist die blaue, und eine rücklaufende Welle, das ist die rote. Ja, wir haben also innerhalb des Kabels eine vorlaufende und eine rücklaufende Welle. Die Energie, die ich vorne in das Kabel hineinschiebe, die kann ja hinten nicht raus, weil ja da ein Kurzschluss drauf ist. Also muss die irgendwo hin und die kommt mir das Kabel wieder zurück. Daraufhin
bildet sich eine stehende Welle in diesem Kabel. Also wenn ich nur eine einzige Frequenz in das Kabel hineintue, kommt dann nachher so eine Stromspannungsverteilung raus. Oder das ist eine Spannungsverteilung. Strom ist 90 Grad verschoben. Diese Verteilung, das heißt, wir haben hier Ecken, wo die Spannung immer 0 ist. Und hier haben wir Ecken, wo die Spannung maximal ist. Die ist dann doppelt so hoch wie die ursprüngliche Spannung. Wir haben dort Spannungen in dem Kabel von so rund 50 Volt bei, ja, was haben wir so, 50 Watt, etwa 50 Volt, so in der Größenordnung. Und dann habe ich in dem Kabel durchstehende Wellen nachher eine Spannungsüberhöhung. Das heißt, hier habe ich nicht mehr 50 Volt, sondern 100, das Doppelte. Und das kann dann eventuell schon dazu führen, bei 100 Volt fängt es so ein bisschen an zu knistern, dass wir dort Intermodulationseffekte oder sowas haben können, wenn die Spannung zu hoch ist, wenn sich Entladungen bilden. Da kommen wir aber auch noch drauf. Auf jeden Fall, so eine stehende Welle ist nicht gut. Wir möchten im Prinzip eine Anpassung messen. Das heißt, früher hat man diese stehende Welle versucht zu messen und darauf geschlossen oder versucht zu schließen, wie die Anpassung ist. Man muss nämlich im Prinzip nur eine Induktion, eine induktive Schleife hier dran machen mit einem kleinen Birnchen oben dran und dann hier so eine kleine Antenne rein und dann kann man sehen, in diesem Bereich, wenn ich so ein Birnchen da als Fühler hineinmache in das Kabel, gibt so Kabel mit so einem Schlitz drin, dann Lächerleitung sind das, dann brennt das Birnchen hell und wenn ich das Birnchen an diese Ecke stelle, dann brennt das Birnchen gar nicht. Ja, und dann kann ich dann sagen, es brennt hier so hell und es brennt hier ganz dunkel. Also habe ich eine stehende Welle von der Spannung zu null. Ja, und daraufhin, oder mit so einer Messung, hat man dann früher gesagt, meine Antenne ist nicht vorhanden oder meine Antenne hat ein bisschen Anpassung. Das ist eine Messung, die man heutzutage nicht mehr macht. Es gibt noch einen weiteren Grund, warum halt hier hinten eine Anpassung da sein soll. Weil alles, was jetzt an Leistung aus der Endstufe herauskommt, die blaue Welle, kommt als rote wieder zurück. Okay, ein bisschen kleiner, weil da die Kabeldämpfung dazwischen ist. Aber trotzdem kommt jetzt alle Leistung wieder zurück in diese Endstufe und die verbrät dann nicht nur die Leistung für das Generieren der Energie der Hochfrequenzwelle, sondern auch die Leistung, die wieder zurückkommt von der Antenne. Deswegen steht auf den Funkgeräten immer drauf, nicht mit oder nur mit ausgezogener Antenne senden. Ja, weil dann, wenn ich die Antenne drin lasse, habe ich eine Totalreflexion, meine Leistung geht wieder in die Endstufe zurück. Ja, und die verträgt das dann irgendwann nicht mehr und stirbt den Hitzetod. Jetzt habe ich das Ganze noch mit einem Leerlauf am Kabelende. Das heißt, hier hinten habe ich jetzt den Kurzschluss weggemacht und einen Leerlauf hingebaut. An einem Leerlauf von einem Kabel, da habe ich natürlich andere Verhältnisse. Da ist die Spannung ganz hoch, da kann ja kein Strom fließen. Deswegen geht es hier ein Spannungsmaximum. Aber letztendlich ist das genau dasselbe Bild wie eben, nur dass hier eben jetzt ein Viertel fehlt. Also wir haben auch eine Totalreflexion, wenn wir das Kabel hinten offen haben. Und wer schon mal in ein offenes Kabelanschluss, in einen offenen Kabelanschluss hineingefasst hat, wo Saft drauf war, wo Energie drauf war, der kennt das. Ja, das wird ein bisschen warm am Finger. Und je höher die Leistung, so ab 100 Watt gibt es dann Brandblasen. Das ist diese hohe Spannung, die dann über den Finger natürlich absorbiert wird und ein bisschen warm, ein bisschen Wärme erzeugt. So, gucken wir mal weiter. Wenn ich so, das ist schon ein Ausblick auf die PIM-Sache, die auch noch kommt, also ein Talk über PIM. Wenn wir solche hohe Spannungen haben, dann kann sich natürlich auch irgendein Dreckeffekt bilden. Wir haben Frequenzen, die wir zur Antenne bringen wollen und aufgrund der hohen Leistungen irgendwelcher Spitzen gibt es dann Intermodulationseffekte. Also diese Intermodulationseffekte erzeugen neue Frequenzen. Diese Frequenzen können im Uplink liegen. Ich habe darüber schon mal was auf dem 36C3 gesagt. Uplink, das unbekannte Wesen. Und da gibt es halt zwei Arten von Intermodulationen. Das eine sind Mischungen und das andere sind so Corona-Effekte. Da kommen wir aber noch drauf. Also das kann durchaus passieren, wenn ich hohe Spannungen im Kabel habe, dann eventuell sogar noch stehende Wellen, also noch höhere Spannungen, dass ich dann solche Effekte an unsauber montierten Steckern oder irgendwelchen Spänen, die bei der Montage in Stecker hineingefallen sind, dann erzeugen können. Gut, das ist dieser Versuch nochmal, den ich gezeigt habe mit diesen Lämpchen, mit den Birnchen.
Es gibt tatsächlich Lächerleitungen, da kann man dann die Suchmaschine der Wahl mal befragen und da gibt es auch Videos dafür, dass hier mit Hochfrequenz belastete Leitung da ist und dass ich, wenn ich den Fehlabschluss drauf mache oder gar keinen Abschluss, dass ich dann hier mit einem Birnchen sehen kann, wo sind die Maxima der Spannung und wo sind die Minima. Es gibt hier übrigens ein YouTube-Video, das ist hier verlinkt. Gucken wir weiter. Im Lichtnetz, habe ich schon erwähnt, fällt uns dieser Effekt nicht so sehr auf, weil wir halt eine Wellenlänge haben, die sehr groß ist. Bei einem Viertel der Wellenlänge wird es kritisch. Ich habe eben 8000 Kilometer gesagt, wir haben mal 6000 Kilometer, also so ab etwa 1000 Kilometer, da wird es dann wirklich kritisch. Da wären wir dann irgendwo in diesem Bereich, wo ich an einer Steckdose, die ich da so in 1000 Kilometer Entfernung hätte, angenommen, wir hätten keine Leitungsverluste, messen würde. Das heißt, ich hätte an dieser Steckdose eine sehr hohe Spannung, aber könnte dort keinen Strom mehr abgreifen. Ja, das heißt, die würde dann zusammenbrechen. Das muss man im Lichtnetz halt vermeiden oder man muss sich dessen bewusst sein, dass solche Effekte bei sehr großen Leitungslängen auftreten können, bei Hochspannungsleitungen und so weiter. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum die Bahn mit 16 zu Drittelhertz fährt. Also eine niedrigere Frequenz, weil die Bahn ist ja dafür gebaut, dass er halt längere Strecken überwinden soll, das Wesen der Bahn. Und dafür braucht man halt auch lange Stromleitungen. Und damit ja dieser Effekt dieser stehenden Welle noch geringer ist als wie beim Lichtnetz, hat man dann eine geringere Frequenz genommen. Ist ein bisschen schwieriger zu transformieren, weil da brauche ich größere Transformatoren, die mehr Masse haben. Aber hat den Vorteil, dass halt so eine Strecke länger sein kann. Und wenn ich sehr lange Überlandleitungen habe oder auch zum Beispiel Seekabel, ja, so ein Seekabel oder mit Glasfasern braucht alle 80 Kilometer mindestens, spätestens, braucht die Regeneratoren. Ja, ich muss also das Licht nehmen, muss das wieder verstärken, muss es vielleicht ein bisschen regenerieren, muss die Flanken wiederherstellen. Jetzt sind aber nicht alle 80 Kilometer auf dem Ozean irgendwelche Steckdosen, sondern das Seekabel muss den Strom mitbringen. Und das tut es in Form von Gleichstrom, weil dieser Gleichstrom eben diese Effekte der stehenden Welle nicht hat, weil so ein Seekabel mit ein paar tausend Kilometer Länge, ja, da würde dann sowas auch bei sehr niedrigen Frequenzen doch irgendwie auftreten. Da reichen mir auch keine 16 Zweidrittelhertz mehr, deswegen macht man das mit Gleichstrom. In dem Seekabel ist auch nur eine Ader drin oder ein Weg. Der andere Weg geht über Salzwasser zurück. Und mit diesem Gleichstrom werden dann diese Regeneratoren gebaut oder betrieben, die innerhalb des Seekabels drin sind, die Lichtimpulse regenerieren. Wer Lust hat, kann mal Suchmaschine seiner Wahl nach Seekabeln durchsuchen. Das ist ein extrem interessantes Feld. Dann haben wir jetzt für den Rest des Talks oder für den Rest der nächsten Talks brauchen wir immer wieder das dBm und das dB. Möchte ich nochmal darauf hinweisen. Wir haben als Techniker das dB oder dBm sehr gerne, weil damit kann man große Zahlen ausdrücken und sehr kleine Zahlen in einer greifbaren Zahl. Ja, ein Attowatt, hier zum Beispiel 100 Attowatt, ja, das ist minus 130 dBm, so Empfangsfeldstärke, das ist immer so im Rauschen. Mit minus 130 dB mit der Zahl kann ich was anfangen. Ja, das sind drei Ziffern. Mit 100 Attowatt, da fehlt mir so ein bisschen die Vorstellung, wie viel oder wie wenig das ist. Deswegen benutzt man dieses dBm ganz gerne. Das dBm ist bezogen auf ein Milliwatt. Ja, ein Milliwatt sind 0 dBm. Also 0 dBm ist nicht nichts, sondern 0 dBm ist ein Milliwatt. Das ist der Bezug, deswegen auch das M. Und jetzt gehen wir logarithmisch weiter. Ja, das Zehnfache von einem Milliwatt sind 10 dBm oder 10 Milliwatt. Das Hundertfache, also 2 Nullen, 100 hat 2 Nullen, sind 100 Milliwatt. Das Tausendfache, das da oben Zehntausendfache, das Hunderttausendfache. Also diese Zahl hier vorne gibt immer die Nullen an. 100 Watt sind 100.000 Milliwatt. Das Ganze geht auch negativ. Ein Zehntel von einem Milliwatt, ein Hundertstel von einem Milliwatt, ein Tausendstel, ein Zehntausendstel, ein Hunderttausendstel, ein Millionstel und so weiter. Das heißt, wir bewegen uns hier logarithmisch weiter. Ja, minus 70, minus 80, minus 90 sind greifbare Zahlen, aber da ist immer der Faktor 10 dazwischen. Wir haben es halt im Funk
mit relativ hohen Leistungen zu tun, so 10, 100 Watt vielleicht mal. Und auf der anderen Seite haben wir die Endgeräte, die an so einer Mobilstationantenne ankommen. Und die kommen halt mit extrem schwachen Feldstärken an. Die liegen dann so zwischen minus 110, 120, 130 bei LTE. Die Subcarrier können durchaus mal so schwach sein. Mit diesen Signalen haben wir dann zu tun. Auf der gleichen Antenne, also auf der gleichen Hardware, auf dem gleichen Kabel. Also es gehen meinetwegen 40 Watt hoch und es kommen dann ein paar hundert Attowatt zurück. Und die muss man dann an der BTS noch detektieren können, die muss man noch demodulieren können. Deswegen haben wir das sehr gerne, dieses DBM. Wir sprechen also da meistens davon. Natürlich auch mal 10 Watt, aber dann wissen wir das in 40 dBm. Jetzt müssen wir das Ganze noch relativ betrachten, weil dieses DBM gibt immer eine absolute Leistung an, eine Leistung, die irgendwas warm macht. Ne? 40 dBm, 10 Watt. Wer schon mal einen Lötkolben vorne in der Hand hatte, der weiß, das ist Wärme. Das macht was warm. 100, minus 130 dBm machen auch was warm, aber nur ein klitzekleines bisschen, aber sie machen ein bisschen was warm. Also dieses M da dran ist immer eine absolute Leistungsangabe. Und dann gibt es relative Werte, die benutzen wir auch ganz gerne, wenn wir sagen, wir erhöhen die Leistung um 3 dB. Ne? 3 dB mehr, 1 Watt von 30 auf 33 dBm sind die Verdopplung der Leistung. Also 3 dB ist das Verdoppeln. Kann ich dann auch so machen, ne? Von 2 bis, sorry, von 2 nach 4 dB, von 2 nach 4 Watt, ja, ist auch wieder eine Verdopplung. Oder ich kann eine Halbierung vornehmen, ja, 10 Watt, 40 dB. Wenn ich da 3 dB wegnehme, dann bin ich bei 5 Watt. Das müsste ich da haben, genau. Dann wären das 37 dB. Und irgendwo hatte ich hier noch so eine Schleife. Habe ich nicht mehr. Gut. Also das sind unsere relativen Werte. Hier 50 dB. Ja, wenn ich 1 Watt aussende und ich habe ein Dämpfungsglied oder was auch immer, ein Stückchen Funkfeld mit 50 dB Dämpfung, dann bleiben hinten dran halt dann 10 Mikrowatt. Also 50 dB weniger bleiben dann übrig. Das sind so Werte für Verstärker, für Kabeldämpfung und so weiter. Wir können das auch zum Beispiel für eine Anpassungsmessung von einer Antenne nehmen. Ich gebe der Antenne 10 Watt hoch, ja, und es kommt 1 Watt zurück. Ja, das kann ich messen mit einem Leistungsmesser zum Beispiel oder in Zukunft dann mit irgendwelchen Antennenmessgeräten, die wir noch kennenlernen werden. Dann hat diese Antenne 10 dB Anpassung. Ja, ein Zehntel der Leistung kommt zurück. Oder wenn ich 10 Watt hochschicke und 100 Milliwatt kommen zurück, das kann ich auch messen, dann hat diese Antenne 20 dB Anpassung. Das ist ein relativer Wert. Dafür kann man das auch verwenden. Das hat dann nichts mehr mit absoluten Leistungen zu tun, sondern beschreibt wirklich dann irgendwann eine Antenne oder die Eigenschaften einer Antenne. Dafür kann ich das dann auch benutzen. Hier wäre dann zum Beispiel mal so ein Kabel, eine Kabeldämpfung, ne? Generator, soll mal 10 Watt machen, dieser Generator hier. Und dann habe ich ein Kabel dran, was hier in dem ersten Fall 3 dB Dämpfung haben soll. Das Kabel hat hier 3 dB Dämpfung. Jetzt kann man dann ausrechnen, was von diesen 10 Watt hier an diesem Punkt noch übrig bleibt. 3 dB ist die Hälfte, ne? Also entweder 3 dB weniger, 40 minus 3 sind 37, oder die Hälfte von 10 Watt, das sind dann 5 Watt. Oder, also solche Kabel haben wir häufiger mal bei Makrozellen. Makrozellen sind häufig so gebaut, dass die Kabeldämpfung eben nicht mehr als wie 3 dB hat. Bei Inhouse-Anlagen, wo es mir also nicht darauf ankommt, jetzt möglichst viel Leistung an der Antenne ankommen zu lassen, sondern wo ich weiß, ah, da ist sowieso Inhouse und da brauche ich nicht so viel, da kann man auch kabelhöhere Dämpfung benutzen. Jetzt haben wir mal hier zum Beispiel ein Kabel mit 10 dB Dämpfung. Ja, dieses Kabel, ganz langes Kabel, gibt es in Inhouse-Anlagen durchaus. Dieses Kabel, wenn ich dem vorne 10 Watt hinein tue, dann kommen hinten bei 10 dB Dämpfung, Zehntel, kommt noch 1 Watt raus. Also vorne 40 dB rein und hinten kommen 30 dB wieder raus. Wo sind die anderen 9 Watt hin? Die machen das Kabel warm. Ja, die erwärmen das Kabel, das ist Verlust im Kabel. Das Ganze kann ich jetzt zum Beispiel eben auch verwenden, indem ich jetzt hier eine Antenne dran mache, hier symbolisiert durch einen Widerstand. Wenn ich da eine vorlaufende Leistung in das Kabel hineinschicke von 40 dB, also 10 Watt, habe ich eben schon erzählt, ne? Und ich kriege hier in diesem Kabel, messe ich mit einem Richtkoppler oder mit einem Messgerät,
Ich kriege da 1 Watt zurück. Ja, dann kommen von meinen 10 Watt ein Zehntel wieder zurück, also die Anpassung wäre 10 dB. Deswegen mag ich diese Anpassungsmessung in dB ganz gerne, weil das kann man sich bildlich vorstellen. Eine Anpassungsmessung in VSWR ist das so ein bisschen eher abstrakter. Man kommt darauf an, mit was man groß geworden ist. Also ich bin mit Anpassung in dB groß geworden. In diesem Fall hier vorlaufende Leistung 40 Watt und zurücklaufend 100 Milliwatt. Ja, von 10 Watt nach 100 Milliwatt ist der Faktor 100 dazwischen. Also hat hier meine Antenne oder der symbolisierte Abschlusswiderstand dann eine Anpassung von 20 dB. Also es kommt den Hundertstel der Leistung wieder zurück. Das messen wir nachher mit Messgeräten. Das ist aber jetzt eher erstmal sekundär. Wir haben eine BTS. Diese BTS, die sendet irgendwie 10 Watt GSM-Kanal, hat eine Kabeldämpfung von 2 dB, da kommen noch 38 dB oben an der Antenne an. Das sind so rundherum 7 Watt. Dann habe ich einen Antennengewinn. Ja, diese Antenne hat einen Gewinn, da kommen wir noch gleich zu, wo der herkommt. Und damit habe ich eine effektive Strahlungsleistung von 400 Watt. Effektiv, das ist ein Vergleichswert. Ja, das ist also nicht, da kommen keine 400 Watt raus, da kommen 10 Watt raus. Und dann habe ich hier eine Funkfelddämpfung. Ja, ich kann also, wenn ich GSM so eine BTS habe, 156 dB Funkfelddämpfung überwinden. Das wäre jetzt eine gewisse Entfernung auf Sichtweite, das sind wir so bei ein paar tausend Kilometern, oder halt im Inhouse-Bereich eine Wand. Ne? So ein Fenster, eine Fensterscheibe hat 20 dB Dämpfung etwa, 20 bis 30. Die Züge haben 30 dB Dämpfung mindestens. Die ICEs, da kommt also kaum noch was rein. Das heißt, ich brauche da draußen eine extrem gute Versorgung, dass in so einem Zug überhaupt noch was läuft oder in einem Stahlgebäude, in einer Industriehalle oder wie man heute halt Verkaufshäuser so baut mit einem Blechmantel draußen drumherum, billigbauweise. Und dann habe ich hier das Endgerät, das muss mit seinen 1 Watt, hat ja keine 10 Watt, das ist in der Regel erheblich schwächer auf der Brust, muss das jetzt auch wieder zurück über die gleiche Funkfelddämpfung. Zurück zur BTS über den Antennengewinn. Ja, 18 dB Gewinn. Auf das I kommen wir gleich. Dann die Kabelverluste wieder runter. Und letztendlich führt das dazu, dass ich hier an der BTS eine Empfängerempfindlichkeit von minus 110 dB brauche, weil eben das Endgerät so schwach sendet. Ich muss ja eine Symmetrie hinbekommen im Mobilfunk. Zwischen Uplink und Downlink. Es geht ja nicht, wir können ja nicht Broadcast machen, 10 Kilowatt wie Fernsehen, Radio, zu einem Endgerät senden und das Endgerät kommt gar nicht zu unserer BTS zurück. Das heißt, sondern wir müssen das System so bauen, komplett mit Endgerät zusammen und Antenne und Basisstation, dass wir ein System haben, was Uplink-Downlink-symmetrisch ist. Wo also ein Endgerät mit bekannter Leistung, die werden ja in einer gewissen Spezifikation gebaut, die man kennt als Systemtechnikhersteller, dass dieses Endgerät von unseren Empfängern auch noch empfangen wird, wenn es denn das Endgerät uns gerade so hört. Und das liegt eben daran, dass die Empfänger der Endgeräte in der Regel viel schlechter sind als wie die Empfänger der Basisstation. Bei der Basisstation haben wir Strom, da haben wir Platz, da können wir größere Empfänger bauen. So ein Endgerät hat keinen Strom, weil Akku und auch keinen Platz, weil es klein sein muss. Das heißt, da sind die Empfänger natürlich ein bisschen schlechter. Und das führt dazu, dass wir nachher trotzdem eine Symmetrie haben, weil wir an der BTS einen größeren Empfängeraufwand treiben können. Und auch auf jeden Fall 2 Antennen haben, Diversity-Antennen für RX-Diversity. Also wenn die eine Antenne nichts mehr empfängt, kann es sein, dass die andere noch was hat und dann klappt ja die Verbindung noch. Das kann man dann hochtreiben bis auf 4 Empfangsantennen, dass wir also 4 Stück haben. Das kann man sehr gut am eigenen Leib oder am eigenen Auto mal ausprobieren. Wenn ich den Lieblingssender höre, dann ist der immer schwach. Und wenn ich vor der Ampel stehe in der Stadt, dann kommt es häufig vor, dass der Lieblingssender dann rauscht. Und dann muss man genau 70 cm vorfahren, das wäre so ein Viertel der Wellenlänge bei UKW. Wenn ich also wirklich 100 MHz oder so höre, muss ich etwa 70 cm nach vorne fahren. Und dann bin ich dann aus diesem Tal eine Viertelwellenlänge weit und dann bin ich dann quasi wieder in den Maximum. Das wünschen wir uns bei so einer BTS auch, nur kann die BTS sich, die kann nicht 70 cm fahren. Oder bei GSM ist sowieso weniger, weil die Wellenlänge kürzer ist. Da müsste sie nur 7 cm weiter. Aber trotzdem kann sie nicht, weil sie einbetoniert ist. Und deswegen haben wir 2 Antennen, also ein Diversity im Empfänger.
Nicht nur, dass zwei Ohren besser hören, also doppelt so viel hören, sondern wir gleichen dann auch solche Sachen aus, wenn die eine Antenne halt phasenmäßig so blöd ist, dass sie Auslöschung, nur Auslöschung empfängt, dann hat die andere Antenne in der Regel dann nur doch noch ein Signal. So, wie schaut so eine Antenne jetzt aus? Ja, ausgehend tut das alles von dem bekannten Marconi-Versuch, ja, Funk mit den USA, hat er Antennen aufgebaut. Diese Antennen waren, das sieht man so ein bisschen, das sind eigentlich Dipole, wobei das im Moment eigentlich nur ein Element von einem Dipol ist. Die andere Fläche oder der andere Pol war die Erdoberfläche. Wir benutzen letztendlich so eine Antenne immer noch heutzutage, ein bisschen kleiner, weil die Frequenz halt ein bisschen sehr viel höher ist. Aber letztendlich benutzen wir immer noch ein Dipol. Nur dass wir dann die Erdoberfläche eben dann in einem Stück Draht zusammenführen. Ja, man kann also hier so ein 50 Ohm Koaxialkabel direkt so bauen, dass wir dort ein Stück Kupfer rausgucken lassen mit einem Viertel der Wellenlänge und hier unten das gleiche nochmal, auch ein Viertel der Wellenlänge und dann habe ich ein Dipol gebaut. Dieser Dipol hat dann schon ein bisschen Gewinn, also der strahlt jetzt nicht nach unten und noch nicht nach oben, da guckt er nämlich nicht hin, sondern der strahlt hier so nach vorne und nach hinten. Dieser Dipol hat also ein bisschen Gewinn im Gegensatz zu einem sogenannten Isotopenstrahler. Ein Isotopenstrahler ist ein kugelförmiger Strahler. Diese Dipolantenne, ja, gewachsen hier eben aus diesem Stab auf der Erde, der halt hier dann, man kann so eine Antenne auch so bauen, die hat dann einen leicht anderen Fußmusswiderstand, aber sie würde auch funktionieren, strahlt ein bisschen nach oben ab, der hier strahlt quasi in die horizontale Ebene ab, geboren eben aus so einem Mast. Wenn ich jetzt das so mit einem Dipol baue, hat er hier unten hier ein offenes Ende. Hier hat er auch ein offenes Ende. Da können sich hohe Spannungen bilden. Wir haben auch andere Dipole, die man früher auf Dächern gefunden hat. Das war der sogenannte Faltdipol. Der war geschlossen. Das war so ein ovaler Kreis. Und dieser Dipol, der hat einen hohen Fußpunktwiderstand. Dieser Dipol hat einen niedrigen Fußpunktwiderstand, liegt daran, dass sich an diesem Dipol hier oben eine hohe Spannung bildet. Hier wird also das elektrische Feld abgestrahlt. Hier ist übrigens auch eine hohe Spannung, die rote. Und hier unten fließt ein hoher Strom in diese Antenne hinein. Ja, da kann sich ja noch keine Spannung bilden, das ist immer noch unten am Kabel. Deswegen haben wir hier einen Strombauch. Der Strom lässt nach oben nach, weil er kann ja nirgendwo hinfließen. Dafür bildet sich hier eine Spannung aus im Resonanzfall. Und hier auf der Seite genauso. Und bei dieser Antenne, damit habe ich also, wenn ich hier reingucke, in dieser Antenne einen hohen Stromfluss, aber eine niedrige Spannung, was einen niedrigen Wellenwiderstand oder niedrigen Eingangswiderstand bedeutet. Bei dieser Antenne ist es anders. Die ist nämlich hier oben kurz geschlossen, da kann sich keine hohe Spannung bilden. Die bildet sich eher in der Mitte. Ja, hier oben an diesen Kurven, da bilden sich hohe Ströme und die hohe Spannung, die bilden sich hier an diesem Punkt. Das heißt, ich muss hier mit einer hohen Spannung ankoppeln, aber mit einem niedrigen Strom und das bedeutet, dass diese Antenne einen hohen Fußpunktwiderstand hat. Sowas hat man früher zum Fernsehempfang benutzt. Hat einen großen Vorteil, diese Antenne, weil sie in sich geschlossen ist, galvanisch geschlossen, ist das also mit den Blitzen jetzt nicht so, dass wir eine Blitzspannung zwischen diesen beiden Polen haben. Ja, also da bildet sich, natürlich habe ich Blitzspannung, wenn der Blitz da einschlägt, dann macht er natürlich doch noch was kaputt, aber so kleinere Entladungen, ja, die werden hier durch die Antenne selbst kurz geschlossen und führen nicht zu der Zerstörung des Fernsehers, der da unten dran hängt, wenn also kein direkter Blitzeinschlag ist. Hier eben nicht, ja, wenn ich hier so eine elektrostatische Spannung habe durch Wolken, so ein geladenes Unwetter, so eine Blitzwetterlage, dann kann es natürlich durchaus dazu führen, dass ich hier eine hohe statische Spannung anliegen habe gegen Masse. Und das kann dann dazu führen, dass mein Empfänger kaputt geht. Mein erster Transistor, da kann man sich schützen. Da gibt es auch dann irgendwelche Ringe, die man einbauen kann oder Kurzschlüsse oder so, die dann hochfrequenzmäßig nicht sichtbar sind. Dennoch benutzen wir dieses System, weil wir mit diesem System Koaxialkabel verwenden können. Das Koaxialkabel hat eben außen Abschirmung. Und innen drin läuft die Seele.
Die Kabel, die man hierfür verwendet, das sind so Flachbandkabel gewesen, symmetrische Kabel. Und diese haben den ganz großen Nachteil, dass die eine sehr starke ja, Außenwirkung haben. Ich kann die zwar noch abschirmen, wenn ich da noch ein Blech draußen drumherum habe, dann haben wir sowas wie ein K7-Kabel. Aber trotzdem ist es von der Störanfälligkeit nicht so besonders toll. Und außerdem bräuchte man dann Außenleiter und zwei Innenleiter und so weiter. Das Ganze ist einfacher. Ja, das ist einfacher zu montieren, einfacher Stecker zu bauen. Und deswegen benutzen wir sowas. Ach, guck mal, da habe ich noch die elektrischen Felder eingestrahlt, ne? Eingezeichnet. Hier oben wird das elektrische Feld abgestrahlt, hier unten auch und hier das magnetische Feld. Bei der Antenne ist es andersrum. Ist auch beim Empfang genauso, nur muss man dann die Pfeile rumdrehen. Eine Funkübertragung bedeutet nämlich, dass ich sowohl ja, Strom und Spannung haben muss, ja, für jede Leistung, wenn ich einen Widerstand habe und den möchte ich warm machen, dann muss ich eine Spannung anlegen und da fließt ein Strom durch. Das ergibt eine Leistung. Also wenn wir Leistung übertragen wollen, das wollen wir ja beim Funk, also Leistung von unserer Senderantenne zu einer Empfängerantenne, dann muss ich quasi diese beiden Komponenten, Strom und Spannung, übertragen. Jetzt hat die Luft jetzt macht mit Spannung und Strom nicht so viel, sondern ich nehme ein elektrisches Feld und ein magnetisches Feld dafür. Diese Antenne ist im Prinzip ein Wandler, ein Impedanzwandler von einer ja, Leiter geführten Stromspannungsleitung, die Strom und Spannung führt, zu einem elektrischen und magnetischen Feld. Ja, die Antenne wandelt oder eine Antenne wandelt eben diese physikalischen Elemente um. Das sind die Mobilfunkbereiche, relativ klein. Ich zeige es dir trotzdem mal, das ist UKW, das ist DAB. Das sind 450 MHz, da war früher mal das C-Netz, das sind jetzt die EVUs. Hier ist DVB-T2, also Fernsehen. Dort haben wir 700 MHz Bereich mit Uplink und Downlink, also zwei Striche. Der 800 MHz Bereich mit Uplink und Downlink, der 900 MHz Bereich mit Uplink und Downlink. Bei 900 MHz ist das der Uplink, also das sind die Endgeräte. Hier ist der Downlink, das sind die Basisstationen. Bei 800 ist es umgedreht. Ja, das hat man mal so definiert, um die Endgeräte, DAB-Endgeräte vor den Endgeräten zu schützen. Das hier ist 1500 MHz, ein neuer Mobilfunkbereich, der keinen Uplink hat. Also in diesen Bereichen senden die Endgeräte nicht per Definition, weil dort in diesem Bereich die GPS oder sagen wir, die Navigationssatelliten alle, egal wie sie heißen, GPS, GLONASS, Galileo, senden alle in diesem Frequenzbereich so um über 1500 oder 1,5 GHz rum. Und wenn dein Endgerät sendet, ja, so ein armes Endgerät, sendet auf dieser Frequenz und empfängt quasi oder versucht dann noch ein GPS-Satelliten zu empfangen, gleich neben der Senderantenne, das funktioniert nicht. Das gibt manchmal schon Probleme bei 1800, wenn das Endgerät auf 1800 sendet, dann kann es sein, dass der interne GPS-Empfänger halt nichts mehr hört, weil er von diesem Signal des eigenen Telefons, wenn es denn Datenverbindung macht, überfahren wird. Da ist 1800, das ist UMTS-Bereich, der alte UMTS-Bereich, Band 1. 2,3 GHz, sagen wir 2,4 GHz WLAN und hier sind dann die 2,6 GHz Bereiche, da ist ein Strich in der Mitte, das ist der TDD-Bereich. Also für oder bei den uns häufig bekannten Funkdiensten Mobilfunk haben wir einen Uplink-Bereich, das sendet das Endgerät und Downlink, das sendet die Basisstation und hier ist ein TDD-Bereich definiert. Das senden wir abwechselnd. Also einmal die Basisstation, dann lässt die Pause wie bei DECT, dann lässt die eine Pause, dann kann das Endgerät senden. Wenn die Pause rum ist, sendet die Basisstation wieder. Und hier da hinten, das ist der N78-Frequenzbereich, ja, der 5G-Bereich, der aus vier Blöcken A100, nee, aus drei Blöcken A100 Megahertz besteht. Genau. Und denen teilen sich quasi vier Betreiber. Aber die Campusnet, nee, halt, stopp, es sind 400 Megahertz und fünf Betreiber. Jetzt haben wir es. Das ist in der WLAN-Bereich bei 5 Gigahertz und dahin geht es weiter. Gucken wir mal nach den Antennentypen, die es so gab. Angefangen hat der Mobilfunk mit so
Zum Teil haben Netzbetreiber das aufgebaut, so eine Mistkabelantenne, eine Sendeantenne obendrauf. Diese Sendeantenne hat die Sprechkanäle bei GSM übertragen und dann hatte die Basisstation zwei Anschlüsse für die Empfänger. Die waren tatsächlich hardwaremäßig vorhanden, waren drei Anschlüsse drauf, ein 7/16, also einer der Leistung aushält für zum Senden und zwei zum Empfangen. Diese RX Diversity gibt es seit GSM, bei CNET gab es das noch nicht, aber seit GSM ist RX Diversity spezifiziert aus den vorhin erzählten Gründen. Ja, wenn eine Antenne was empfängt, dann ist es okay und außerdem hören zwei Antennen mehr als wie eine. Diese Antennen waren häufig nach unten abgehängt, diese RX-Antennen, weil ich hatte nur eine TX-Antenne, brauchte aber zwei RX-Antennen. Und jetzt muss ich auch eine Entkopplung hinkriegen. Also die Sendesignale hier aus der Sendeantenne, die sollten jetzt nicht unbedingt allzu stark in diese Empfänger oder auf diese Empfangsfelder treffen. Deswegen hat man die nach unten abgehangen. Es gab auch häufig solche Rundstrahler, Stäbe, die auf den Masten rumstanden. Die hatten dann drei Systeme drin, oben den RX, in der Mitte ein TX-System, wieder unten ein RX-System. Die letzten gehen gerade kaputt. Die haben wirklich lange gehalten jetzt. Über 25 Jahre sind die teilweise drauf. Obwohl da ab und zu mal oben so ein Blitz einschlägt, aber die sind wirklich massiv. Also wenn der Blitz so hart ist, dann überlebt das die Antenne. Das sind Rundstrahler. So ein Rundstrahler hatte eben den Nachteil, ich verteile meine kostbare Sendeleistung eben rund um die Zelle drumherum. Wenn ich so eine Richtantenne benutze, dann kann ich von einem Antennenträger, wie man hier sieht, mehrere Sektoren bauen. Ich habe also die dreifache Menge an Verkehr, die ich wegkriege, weil ich ja jeden Sektor mit Ressourcen, mit Radioterminals ausstatten kann. Und ich habe mit dieser Richtantenne die Möglichkeit, Gewinn zu machen. Also diese Richtwirkung wie mit einer Taschenlampe, einen gewissen Bereich anzuleuchten und den gut zu versorgen und das eben von einem Antennenträger. Beim CNetz gab es das nicht, weil ging nicht, weil das geht nur, wenn ich eine Netzwerktechnologie habe, ein System, was pegelbewertet arbeiten kann. Bei CNetz wurde die Umschaltung oder die Handover wurden entfernungsbewertet gemacht. Das Endgerät hat auf sehr komplexe Weise die Entfernung zu den einzelnen Zellen gemessen und das ist halt, wenn man solche Sektoranordnungen hat, das geht da nicht. Ja, das ist unheimlich schwierig. Aber bei GSM hat man rein pegelbewertetes Netz. War ein bisschen Umstellung für mich, weil ich komme aus dem CNetz, konnte diese Entfernungsbewertung mit diesen ganzen Vor- und Nachteilen, die damit zusammenhängen, und man muss sich erstmal daran gewöhnen, dass es jetzt ein pegelbewertetes Netz da ist. Weil ein pegelbewertetes Netz, wenn ich so eine Loch, also eine Funkzelle versorgt so ein bisschen und die andere auch und das verteilt über die Straße, habe ich über die Straße da der Handover, so Zickzack-Handover. Und für das C-Netz war das dann immer ein etwas größerer Akt, so einen Handover hinzukriegen, aber mit GSM kein Thema. Dann mache ich halt über die Straße 10 Handover, das war nicht so schlimm. Beim C-Netz hätte das einen Haufen Ressourcen gekostet. Also geht nur mit pegelbewerteten Netzen. Alle Netze nach dem C-Netz sind pegelbewertet, bedeutet, dass wir aufgrund von Level, Feldstärke, Auswertung, Qualitätsauswertung spielen auch noch ein bisschen Rolle, aber vorwiegend Feldstärke. Bewertung, dann Zellwechsel durchführen. Entweder im Idle-Modus, also wenn das Endgerät einfach nur da rumgetragen wird, oder im Connected-Mode, wenn es eine aktive Daten- oder Sprechverbindung hat. Früher hatten wir mal tatsächlich noch solche Felder, da waren drei Felder pro Sektor auf dem Dach, das sind dann sechs Felder für drei Sektoren. Und deswegen hat man dann gesagt, okay, das ist auch sehr viel Material, sehr viel Stahlbau, Windlast. Wenn wir diese getrennten vertikalen Antennenelemente über Kreuz bauen und diese in ein Gehäuse hineintun, dann haben wir schon mal zwei Antennensysteme in einem Gehäuse, die eine Polarisationsdiversity haben. Ja, also kein Raumdiversity mehr, wie mit diesen zwei getrennten Antennen, sondern Polarisation. Diese Polarisationsdiversity ist fast so gut wie eine Raumdiversity, nicht ganz, aber ich habe halt damit nur eine Antenne, ja, nur ja, einen Stahlbau, wo ich die dran schrauben muss, zwei Kabel, die unten rausgehen, erheblich leichter zu bauen, einfacher und auch angenehmer anzusehen. Gut.
Jetzt gucken wir in die Antennen und gucken wir uns mal die Absenkung an, so ein bisschen. Wir haben hier Dipolelemente, um überhaupt eine Ausleuchtung hinzubekommen, die halt auf den Kunden schaut, mit einer gewissen horizontalen Öffnungswinkel und vertikalen Öffnungswinkel, der nicht so besonders groß ist, weil wir wollen ja vom Turm runter, wie so ein Abblendlicht, die Kunden versorgen da unten. Das heißt, um das hinzukriegen, muss ich mehrere von diesen Dipolelementen übereinander stapeln. Also stocken heißt das. Deswegen sind die Antennen auch alle so ein bisschen länger, also nach oben lang, weil eben mehrere von diesen gestockten Elementen in so einer Antenne drin sind. Teilweise 5 oder 10 von diesen Antennenelementen. Kommt ein bisschen drauf an, was für eine Frequenz ich habe. Bei niedrigen Frequenzen sind diese Dinger groß, da kann ich nicht so viel stocken. Bei höheren Frequenzen ist das Stocken einfacher, weil die Antennenelemente einfach kleiner sind. Ich kriege da mehr auf die gleiche Fläche. So, und jetzt gucken dann solche gestockten Antennen normalerweise nach vorne. Ja. Es sei denn, ich baue das so, dass hier dieses Kabel zu diesem Antennenelement ein klein bisschen kürzer ist, als wie das Kabel zu diesem Antennenelement da unten. Ja, da ein bisschen länger. Das heißt, hier oben kommt meine Wellenfront ein bisschen früher an und hier unten ein bisschen später. Und das führt dazu, dass der resultierende Wellenfront so ein Tick nach unten gebeugt ist, je nachdem, wie diese Phasenwinkel zueinander sind. Und das nennt man elektrische Absenkung. Die kann ich auch gleich noch einstellen. Da gucken wir auch gleich drauf, wie man das macht. Das sind diese kreuzpolarisierten Antennen. Das sind auch gestockte Antennen, die halt über Kreuz übereinander sind. Aber letztendlich basiert das auf dieser Idee. Und jetzt gucken wir uns mal so ein Ding an von innen. Das ist eine 1800er Antenne. Hier sieht man jetzt diese Dipolelemente. Ja, das ist die eine Seite, die andere Seite vom Dipol, und der über Kreuz hängt. Das ist der hier. Das ist eine andere Antennenebene. Ja, das ist der zweite Anschluss von der Antenne. Und wenn ich mir die Antenne hier anschaue, dann habe ich halt 1, 2, 3 Stück, 8 Stück, den das glaube ich bei dem, die hängen übereinander und die haben halt einen mechanischen Abstand zueinander, der dazu führt, dass sich nachher eine gemeinsame Wellenfront ausbildet. Von vorne sieht sie relativ aufgeräumt aus, die Antenne. Von hinten sieht sie ein bisschen anders aus. Das sind nämlich die ganzen Kabels verbaut. Ja, das ist jetzt unten bei der Antenne, sind die beiden Anschlüsse dran. Und wenn man jetzt sieht, hier gehen die Antennen durch das Blech durch, durch das Alu vorne auf die strahlenden Elemente hier auch. Und hier ist so ein T-Stück drin, das ist wirklich nichts anderes als wie ein T-Stück. Hier ist so ein Anpassknubbel drin, der ein bisschen den Wellenwiderstand anpasst. Aber wenn man jetzt dieses Kabel sich anschaut, jenes, und jenes Kabel, was hier von diesem T-Stück weggeht auf das Antennenelement, ist das da Kabel hier ein bisschen kürzer als wie das da. Weil diese Antenne, das ist unten, weil diese Antenne in leichten, ich glaube 8 Grad Absenkung oder 6 Grad Absenkung, feste Absenkung hat, um die Kunden zu versorgen. Das ist eine feste Absenkung. Bei dieser Antenne kann ich diesen elektrischen Tilt nicht einstellen. Auslaufendes Modell oder wird gar nicht mehr gebaut. Wie das eingestellt wird, sehen wir gleich noch. Wir haben hier horizontale Öffnungswinkel, ja, 60 bis 90 bis 60 Grad, je nach Antenne. Diese Öffnungswinkel werden immer so berechnet, dass wir dort 3 dB unterhalb der maximalen Keule liegen. Da befindet sich also dann der Wert für den Öffnungswinkel. Früher hatten die Antennen alle 90 Grad, heute gibt es kaum noch welche, die mehr als wie 60 Grad haben. Das liegt daran, dass man bei LTE ganz besonders die Interferenzbereiche zwischen verschiedenen Sektoren minimieren möchte. Wenn ich hier einen zweiten Sektor habe, der in diese Richtung schaut, oder einen dritten, der nach oben, dann überlappen die sich ja hier in diesem Bereich. Und um diesen Überlappungsbereich möglichst klein zu halten, um Interferenzen zu minimieren, setzt man da häufig eben 60 Grad Antennen ein. Dass es hier in diesem Bereich dann zu Versorgungsengpässen kommt, weiß man. Man muss halt dann die BTS so bauen, dass dort keiner ist, ja, oder dass dort wenig Verkehr auftritt oder dass ich Reflexionen habe. Wenn hier ein Haus steht, Fabrikhalle, dann reflektiert das durchaus hier in diesen Bereich hinein. Das ist aber weltweit der Fall, weil die Netze unterscheiden sich ja vom Grundsatz her in den verschiedenen Ländern jetzt nicht so.
Ich habe dann auch eine elektrische Absenkung. Wir haben den horizontalen Bereich gerade gesehen. Jetzt gucken wir hier diesen vertikalen Kram an. Wir haben eine Horizontlinie und eine elektrische Absenkung, die man bei normalen Antennen irgendwie einstellen kann zwischen 0 und 12 Grad oder zwischen 2 und 10 Grad. Kommt ein bisschen auf die Antenne an. Muss der Planer schauen, ob es dann für seine Aufgabe ausreicht, wo also diese Antenne hin tun möchte. Und dann gibt es eine Halbwertsbreite von 8 bis 5 Grad. Je höher der Gewinn ist der Antenne, umso geringer ist die Halbwertsbreite. Da muss man so wirklich gucken, habe ich jetzt hier wirklich flaches Land, das was ich mit dem Abblendlicht dann auch gut versorgen kann, oder habe ich dort große Höhenunterschiede, die ich versorgen muss. Ja, zum Beispiel Hochhäuser drinstehen oder hügeliges Gelände, wo ich dann halt mit 5 Grad gerade mal über diese Gegend drüber gucke, oder bräuchte was mit 8 Grad, wo ich dann auch mal so ein Tal noch erwische. Das ist eine Aufgabe des Planers, dass der guckt, welche Antenne brauche ich jetzt für welche Gegend. Aber da unterscheiden die sich so ein bisschen. Gucken wir jetzt mal nach der elektrischen Absenkung, die man dann einstellen kann. Das mache ich wieder an einem Beispiel von einer uralten Antenne. Das ist eine alte V-Pol GSM-Antenne, die hat unten einen Anschluss und dann 1, 2, 3, 4, 5 Elemente da drin. Und hier sind so komische Schiebeteile. Ja, hier sind sie mal ein bisschen größer. Da an der Seite sieht man hier ganz knapp, da ist so ein Ding dran, da konnte man so, wenn man hochklettert, konnte man dann dran rumdrehen, so einen Hebel bewegen. Das endet dann hier in diesem Hebelchen. Und dieser Hebel bewegt hier diese Schieber. Ja, hier kommt ein Koaxialkabel an und dieses Koaxialkabel geht hier auf eine Mikrostreifenleitung. Also es wird ein aufgeklapptes Koaxialkabel, Masse unten drunter, und das hier ist eine 50-Ohm-Leitung. So, hier geht meine Hochfrequenz drüber und hier findet sie eine kapazitive Ankopplung und hier eine Messingscheibe, so eine halbrunde Scheibe. Und da wird die Energie einmal in diese Richtung und einmal in diese Richtung auf diese ja, Schiene rübergegeben. Ich habe da also ein T-Stück mitgebaut. Ja, wir verteilen die Energie einmal in die Richtung und einmal in die Richtung. Und jetzt kann man gut sehen, wenn ich das Ding hier verschiebe, dann ändere ich hier die elektrische Länge und hier ändere ich sie auch. Und damit kann ich diese elektrische Absenkung verändern. Ja, das ist eine tolle Sache. Man baut das heutzutage noch genauso, sieht ein bisschen anders aus. Wir sehen gleich Bilder. Also Blockschaltbild ist das hier. Ja, hier habe ich meine Leitung, die ankommt von der BTS. Hier habe ich ein T-Stück. Ja, die mittlere Antenne ist direkt hier an den T-Stück angebunden, aber jetzt geht es hier los. Geht dann hier auf den einen Schieber. Das ist der untere hier. Ja. Da verteilen wir die Leistung zu dem und zu dem. Das heißt, wenn ich den ein bisschen nach oben bewege, dann sendet der ein bisschen früher und der ein bisschen später. So, aber hier habe ich ja zwei Antennen noch, die sind noch weiter auseinander. Das heißt, wenn ich den ein bisschen nach oben schiebe, muss ich den noch ein bisschen mehr nach oben schieben. Also entsprechend, dass der entsprechend noch früher sendet und der entsprechend noch später. Ja, also deswegen ist das hier so ein bisschen unlinear gelagert mit diesen beiden Drehpunkten. Oder hier habe ich das auch anders gemalt. Die haben halt verschiedene Positionen, weil wenn dies ein bisschen früher senden soll, muss die noch ein bisschen früher senden. So ist das gebaut. Heutzutage bei Bandin 78 macht man das natürlich nicht mehr so mit solchen mechanischen Teilen, sondern das sind hinter den Antennenelementen, die sind ja viel kleiner bei 3 GHz, 3,8 GHz, das sind die hier tatsächlich hinten an einem Sender dran und der macht die Phasen. Einstellung über seinen Sender selber. Also da habe ich solche mechanischen Elemente. So schnell sehen die nicht. Das geht überhaupt nicht mechanisch. Aber vom Prinzip her ist es gleich. Das ist eine UMTS-Antenne von hinten. Auch etwas älteres auslaufendes Modell. Hier ist dann schon was dran, wo man drin rumdrehen kann. Das ist für die elektrische Absenkung einzustellen. Ja, da ist hier so eine Plastikschiene. Und die schiebt gleich was. Also das sind jetzt so Dinger dran, wo ich die elektrische Absenkung mit einstelle. Das sind die Antennenanschlüsse bei. Ist bereits eine kurzpolarisierte Antenne. Das sehen wir, wenn wir so rumdrehen. Ja, das sind vorne die Antennenelemente. Die sehen jetzt schon ein bisschen anders als wie Dipole. Ja, die sind so eckig. Ja, das ist ein Dipolelement, das ist der andere. Eckig deswegen, weil die Antenne muss breitbandig sein. Ja, wenn man Dipol baut, so einen Stab in die Luft stellt, den abfeilt, dann ist der genau für eine Frequenz und Resonanz. Aber UMTS hat eine Duplex-Abstand also wir brauchen da 120 MHz plus nochmal viele, also 200 MHz Bandbreite muss die Antenne haben. Ist nicht so einfach.
mit so einer Antenne das hinzukriegen, da muss man schon die Elemente breit bauen und breitbandig bauen. Also breitbandig bauen heißt auch mechanisch irgendwie breit. Und die sehen dann halt so aus. So hat Katrin das damals gebaut. Und auf der Rückseite findet man dann einen Haufen Kabel. Ne? Hier ein rotes Kabel, noch ein dickes rotes Kabel, was jetzt erstmal auf diese komischen Kästen geht. Und da gucken wir uns jetzt mal an, was in diesen Kästen drin ist. Ich glaube, vorher haben wir noch Bilder von den Dipol-Elementen. Ja, so sehen die aus. Schön. Ne? Und da sind dann hier so Bleche eingelötet. Spiegelnde Flächen fotografieren ist immer ein bisschen schwierig. Ja. Hier ist noch eine, da wird dann die Antenne in Form gedengelt, dass die dann nachher tatsächlich ihren Öffnungswinkel, ihren horizontalen macht und den Frequenzbereich hinkriegt. Gut, das sind jetzt diese komischen Kästen. Ja, man sieht, dass hier diese bereits erwähnte Plastikstange, da hier irgendwas dreht in diesem Kasten. In diesen Kasten geht rein von der Speiseleitung, hier kommt die Speiseleitung an, da geht ein Element weg, das ist wieder das mittlere. Und dort geht irgendwas rein in diesen Kasten. Ja, das ist der andere hier hinten für die andere Antennenebene. Und wenn man jetzt richtig rumblättert, dann findet man auch dort das Innenleben von diesem Ding. Hier kommt die Leitung an, die Hochfrequenzleitung. Und wir haben im Prinzip das gleiche wieder wie bei dieser uralten Antenne. Wir haben hier eine koaxiale Leitung, also nur ist jetzt hier ein Gehäuse drumherum. Und auch wieder eine kapazitive Kopplung auf so ein halbrundes Teil wie so ein Podi. Und wenn ich den jetzt verschiebe, ja, dann sendet der ein bisschen früher und der sendet noch ein bisschen früher. Hier sind jetzt die anderen Antennenelemente drin. Und durch Verdrehen von diesen Teilen kann ich dann eben die elektrische Absenkung einstellen. Da wir zwei Antennensysteme drin haben, ist hier einer und eben noch einer. Das ist jetzt eine Antenne, die nur ein Band macht, eine reine Band 1 Antenne für UMTS. Damals, wenn ich dann eine Multiband-Antenne habe mit Gott weiß was wie vielen Bändern, dann sind dann ganze Haufen von diesen Dingern drin. Ne? Bis zu 5 Bänder haben wir, glaube ich, im Moment. Und dann sind dann 10 von solchen Mechaniken da drin, wo ich die elektrischen Absenkungen der einzelnen Bänder einstellen kann. Das ist ein bisschen Gewicht. Ja. Auch alles mechanisch, motorisch gemacht. Dieses Blockschaltbild nochmal dafür. Ja, Koaxialkabel kommt an. Von der Hauptleitung geht dann das mittlere Element weg. Und wie bei der anderen Antenne auch, habe ich dann hier so einen Phasenschieber, so auf Potentiometerbasis, wo dann die einzelnen anderen Antennenelemente angekoppelt sind. Diese Antenne hat 10 Dipole, aber immer 2 sind bei dieser Antenne zusammengeschaltet. Ja. Diese Phaseneinkopplung bei 5G ist ähnlich. Wir haben bei 5G, habe ich eben schon erwähnt, geht zurück, diese Möglichkeit der aktiven Band-N78-Antenne. Es gibt allerdings auch passive Band-N78-Antennen, die haben allerdings auch keine RED-Motoren, sondern die haben ganz viele Antennenkabel, in der Regel 8 Stück, mit einer Phasenkorrektur, Leitung, weil es muss sichergestellt werden, dass das Radioterminal hier an diesem Phasenkoppler tatsächlich auch gleichphasig sendet. Das weiß ja nicht, wie lang diese Kabel dran ist. Und deswegen müssen diese bei der Inbetriebnahme oder zyklisch mal ausgemessen werden, damit diese Antenne dann noch elektronische Beams machen kann. Das ist so quasi dann die Hochstufe des Beamforming oder der Absenkung einstellen und eine N78-Antenne mit ganz vielen Antennenelementen drin, die macht das dann über die einzelnen Sender. Das wären mal diese Motoren, diese RED-Motoren, die man, jetzt bin ich gar nicht mehr da, diese RED-Motoren, die man an den Antennen dran hat. Diese RED-Motoren brauchen natürlich Strom. Ja, da ist ja eine Elektronik drin, wenn man da reinguckt. Hier ist so ein Motor, ein Schrittmotor und da ist ein bisschen Elektronik drin, die das auswertet. Der Strom, der kommt über das Antennenkabel, das ist ein Antennenkabel, häufig, nicht immer, über das Antennenkabel drüber. Hier ist ja Kupfer, kann ja Strom leiten. Hier ist dann so ein BIAS-T drin. Also das lässt den Strom oder koppelt den Gleichspannungsanteil mit einem Steuersignal, das liegt etwa bei 2 MHz, wo Daten übertragen wird zu dem RED-Motor übrigens mit 9,6 Kilobit. ASIC wird das übertragen, hier kommt der Strom raus, 12 bis 24 Volt, die
BTS und der Rettmotor unterhalten sich miteinander, welche Spannungen wir machen wollen und so weiter. Und dann hat das BIAS-T hier oben dann einen Anschluss für die Antenne. Praktischerweise kann man das dann direkt unter der Antenne montieren und koppelt dann die Energie und die Steuersignale für die Rettmotoren oben an der Antenne aus. Ja, so ein Teil von innen. Das ist ein Rettmotor von Endro. Ist ein bisschen anders, das Ding. Aber macht im Prinzip das Gleiche. So, das ist eine modernere Antenne, eine Dual-Band-Antenne. Und da kann man dann schon mal gucken, so eine Dual-Band-Antenne hat dann auch ein Low-Band-System für die 700, 800, 900, wenn sie dafür gebaut ist, oder 800 und 900. Diese Low-Band-Antennen, genau hier, da sind sie. Das sind die Low-Band-Antennen-Dipole. Ja, einer, der gehört zusammen. Und die hier gehören zusammen. Oder mit dem und dem. Das sind diese Dipole-Elemente für 800 und 900. Und die für das High-Band, die muss man auch suchen, die sind nämlich hier unten drunter. Ja, da sind so Plastikdinger drauf. Und da unten drunter befindet sich, sehen so ähnlich aus wie bei der Katrin-Antenne, die Dipole-Elemente für die High-Bänder. Auch wieder mit so einem Phasenschieber für die Einstellung der elektrischen Tilts, wobei das nur eine Zweifachantenne ist. Ja, die hat mehrere von diesen Phasenschiebern, ganzes Bild habe ich leider nicht. Da sind mehrere von diesen Kisten drin, zwei Stück, also insgesamt vier. Das heißt, die sind jetzt schon mal doppelt, die sind übereinander gebaut. Mechanisch aufwendig und interessant eben, dass diese Antennenelemente unten drunter sind. Auf der Oberfläche der Antenne, hier, da findet man noch so Plastik, so Metallstreifen, die hier reingeklipst sind. Diese Metallstreifen dienen dazu, dass man die Antenne eben in die Form bringt, dass die Anpassung haben, dass die Öffnungswinkel machen. Das sind so kleine reflektierend oder das Feld etwas störende Elemente, die dann nachher dazu führen, dass auch die Öffnungswinkel horizontal und vertikal von dieser Antenne eingehalten werden. Ja, und wenn das noch mehr Bänder werden, wird das drinnen dann noch komplexer. Jetzt sieht man vielleicht, dass es so eine Antennenmessung doch mal sinnvoll macht, weil so eine Antenne besteht nicht einfach nur aus einem Stück Draht, sondern da ist sehr viel Technik drin. Die ganz modernen Comscope-Antennen, die haben dann zwar ganz viele Bänder, aber diese ganz vielen Bänder werden dann zusammengeschaltet auf weniger Antennenelemente. Wir müssen aber dann wiederum erstmal phasenmäßig mit solchen Teilen aufgesplittet werden, damit ich die Phasenwinkel für die verschiedenen Bänder einstellen kann, die aber letztendlich dann auf ein Antennensystem gehen. Gut, gucken wir weiter. Das ist so eine Low- und High-Band-Antenne mit ganz vielen Anschlüssen. Da hat man natürlich auch irgendwelche Anschlüsse für einen Rettmotor. Ja, die Rettmotoren sind nicht mehr draußen, sondern die sind jetzt drin in der Antenne. Das heißt, ich schließe da mein Steuerkabel an und finde dann am Ende des Steuerkabels 3, 4, 5, 6 Rettmotoren, je nachdem, wie viele Antennenelemente da drin sind oder wie viele verschiedene Bänderanschlüsse da drin sind. Die kann ich alle gemeinschaftlich über diesen einen Port steuern. Die haben alle unterschiedliche Adressen. Das funktioniert. Gehe da mit einem Kabel runter und zum Radiomodul zum Beispiel oder einem BIAS-T dran und steuere das Ganze dann von einem Radiomodul. Gut, das sind Inhouse-Antennen. Das ist eine kleine Inhouse-Antenne, so ein Stab, den man ab und zu mal findet. Diese Antenne hat unten einen N-Anschluss, dann geht ein Koaxialkabel hinein und da in der Mitte, dort befinden sich dann quasi wie übereinander geschobene Kupferrohre. Hier einmal ein längeres und da ein kürzeres Kupferrohr, die dann die strahlenden Elemente bilden. Das längere Kupferrohr, das ist das strahlende Element für die Lowbänder, also 800, 900, und diese dickeren Teile, das sind die strahlenden Elemente für das Highband. Also der Außenleiter des Koaxialkabels, der ist mit diesem unteren Teil da oben verlötet, und der Innenleiter, der geht da oben an dieses Türmchen dran. Das ist ein bisschen diffizil mechanisch da in der Mitte, weil da nur der Innenleiter da ist, aber das Ganze wird ja gehalten hier durch so ein Plastikding. Oder das ist so ein UFO, also
so eine Inhouse-Antenne, den Dipol, das wäre eine Richtantenne für den Inhouse-Bereich. Hier sieht man die High-Band-Antennen, ja, lange Dipol-Elemente, zwei Stück. Und hier ein Koppelnetzwerk, ein Filternetzwerk, man kann es als solches kaum erkennen, aber daran ist dann angeschlossen hier die High-Band-Antenne. Also hier Low-Band und da High-Band. Ja, das ist ein reiner Dipol und das ist eine Richtantenne für den Inhouse-Bereich. Kann nicht viel Leistung ab, braucht man auch im Inhouse-Bereich nicht. Und eben High- und Low-Band. Es gibt noch eine Art von Antenne, das ist ein Leckkabel. Dieses Leckkabel ist ein Koaxialkabel mit Löchern drin. Das heißt, das ist ein bisschen undicht. Die Leistung wird ja hier vorwiegend im Innenraum des Kabels transportiert, wobei natürlich der Außenleiter mit dran beteiligt ist, aber draußen haben wir kein Strahl, kein Funkfeld, sondern die Energie bleibt im Kabel. Und wenn ich da jetzt Löcher reinmache, dann kommt ein bisschen Energie raus. Man kann solche Kabel ganz gerne oder kann sie gut einbauen, so in Tunneln oder in ja, Bergwerken, also da, wo längere Strecken, Kellern zum Beispiel, Tiefgaragen geht auch, wo größere Räume sind. Das liegt daran, dass aus dem Leckkabel an sich relativ wenig rauskommt. Das nützt nichts, wenn ich ein 5 cm Leckkabel durch irgendeinen Kellerraum laufen lasse und hoffe, dass ich dann den Kellerraum mit versorgt kriege. Das ist zu wenig, sondern ich brauche da ein paar Meter Leckkabel. Deswegen benutzt man die eben in so länger gezogenen Tunnel oder im Einkaufszentrum vielleicht auch oder Kellergängen oder sowas. Da sind dann häufig Leckkabel drin. Die machen eine gleichmäßige Versorgung. So ein Leckkabel hat einen Vorteil, es ist relativ einfach zu montieren, relativ. Wobei das noch gut geht, wenn man das montiert, wenn ich nachher im ICE-Tunnel ein Leckkabel austauschen soll, ist das schon ein bisschen schwieriger. Aber es macht eine homogene Versorgung. Über einen weiten Frequenzbereich, wobei das Leckkabel dann spezifiziert sein muss für den Frequenzbereich. Also ein Leckkabel geht nicht für alle Frequenzen, sondern das, was auf dem Kabel draufsteht. Ja, das macht das dann auch, denn die Frequenzbereiche, die es nicht unterstützt, da hat das Leckkabel eine sehr hohe Dämpfung. Und bei der Montage des Leckkabels muss ich darauf achten, dass dieses Kabel auf so Abstandshalter montiert ist. Um dieses Kabel drumherum, also gerade nehmen wir mal das Kabel nochmal vorne, um dieses Kabel drumherum bildet sich nämlich ein neues radiales Funkfeld aus. Und wenn ich das Kabel mit oder diese Ausbildung des Funkfeldes mit irgendwas störe, wenn ich das Kabel also presse, auf eine Stahlbetonwand baue oder in einen Metallkabelkanal hineinlege, dann bildet sich eben kein gescheites Funkfeld um das Kabel drumherum, sondern irgendein chaotisches. Und das führt dazu, dass ich eben kein gescheites Funkfeld um das Leckkabel drumherum habe, aber am Anfang des Kabels durch diese Fehlanpassung am Kabel außen zu viel Energie aus dem Kabel herausgesogen wird. Das heißt, die Längsdämpfung wird groß und wenn ich dann vorhabe, einen 200 Meter Tunnel damit zu versorgen und ich habe dann die ersten 50 Meter des Kabels auf einer Kabelbühne liegen, dann kommt für den Rest des Tunnels nichts mehr an. Also die Störung sollen minimiert werden und dazu bieten dann die Hersteller von diesem Kabel eben solche Dinger an, so Plastikteile, wo man das Kabel mit montieren kann. Und wenn ich mal wirklich mit so einem Kabel durch eine Wand muss ich eventuell adaptieren auf ein normales Koaxialkabel, muss dann auf der anderen Seite von der Wand, muss ich dann wieder einen Adapter bauen auf den Leckkabel. Es gibt Leckkabel, die radial strahlen, also um sich drum herum. Und dann gibt es wieder Leckkabel, die nur in eine Richtung strahlen, wo also die Löcher nur auf einer Seite des Kabels sind, die extra dafür gebaut sind, zum Beispiel einen ICE-Tunnel zu versorgen. Das also, was nützt mir die Leistung an der Wand? Da ist kein Zug, sondern das soll eben auf das Glasbett schauen. Deswegen baut man dort Leckkabel, die eben vorne nur einen Ausgang haben, was ein bisschen besser für die Gesamteffizienz ist. Da muss ich das Leckkabel natürlich auch so bauen, das hat so eine Markierung hier dran, so Plastikrillen im Außen, also in der Ummantlung, dass ich die auch nehme und nach hinten zeigen lasse. Ja, da muss man bei der Montage drauf achten, weil sonst ist das Leckkabel verdreht. So ein Leckkabel, Strahlrichtung, ne? So ein Leckkabel hat noch einen Nachteil. Habe ich schon erzählt, wenn da störende Sachen auf diesem Leckkabel oben drauf liegen, also Späne,
Metallstaub oder sowas, dann führt der dazu, metallische Elemente auf dem Leckkabel, dass eben die Leckkabeleigenschaften sich verändern und das Kabel halt am Anfang gut strahlt und am Ende dann nicht mehr. Deswegen muss man die in Bereichen, wo die halt verdrecken können, und das ist im Prinzip in allen S- und U-Bahnen so, weil die fahren ja häufig spannabhebend, nicht so wie ICEs, wenn der das machen würde, dann wäre das schon blöd, dann würde er nicht so lange fahren. Also so in diesen Bereichen, wo Metallspäne auftreten können oder Dreck, muss man die Kabel immer mal wieder waschen, so alle paar Jahre, damit die wieder sauber sind, damit diese Metallpartikel von dem Kabel runter sind. Ist manchmal ein bisschen mühselig, je nachdem, wo das Kabel aufgehangen ist, weil so eine, ja, so eine U-Bahn-Strecke, ne, ist dunkel, als kommt der Zug vorbei und Wasseranschluss mit Seife gibt es jetzt auch nicht überall. Und außerdem hängt das Teil möglicherweise in der Nähe des Fahrtrades. Also so mal kurz waschen ist er nicht. Ja, das muss man dann mit irgendwelchen Instandhaltungsarbeiten, die im Tunnel stattfinden, muss man das dann irgendwie zusammenführen. So, ich habe schon was erzählt. Wir wollen nach dem Antennengewinn gucken. Was ist eigentlich Antennengewinn und was ist DBI? Was ist EIRP? Man sieht es, scheiße, das ist eine 10 Watt Glühbirne, ja, 40 dBm. Und jetzt hängt die da so im Raum rum und jetzt brauche ich noch jemanden, der dieser Lampe zuschaut. Also ein Betrachter, der die Lampe anschaut und der sieht, Glühlampe leuchtet, ne, 40, 10 Watt, 40 dBm. So, und jetzt mache ich um diese Glühbirne einen Reflektor drumherum, also so ein Taschenlampenreflektor, der jetzt mal einen Gewinn haben soll von 10 dB bezogen auf einen Isotopenstrahler. Die Glühbirne ist nämlich im Prinzip ein Isotopenstrahler. Isotopenstrahler ist einer, der rundum strahlt. Also nicht wie ein Dipol, der ist vorwiegend nach vorne und hinten, oder also um sich drumherum, aber nach oben und unten nichts macht, macht die Glühbirne, wenn man sich die Fassung wegdenkt, isotopenmäßig, also ein kugelförmiges Licht. So, und wenn jetzt diese Glühbirne 10 Watt hat als Isotopenstrahler und ich mache einen Reflektor dran, der 10 dB bezogen auf einen Isotopenstrahler hat, dann wird es natürlich jetzt, wenn der Betrachter sich den anschaut, der schaut jetzt in den Taschenlampenstrahl hinein, wird es für den Betrachter heller. Um wie viel wird das heller? Und jetzt kommt das, wie bewerte ich das? Wie kann ich das ausdrücken, um wie viel es heller wird? Es wird so hell für den Betrachter, als würde er jetzt in eine 100 Watt Glühbirne hineinschauen. Ja, als ob dort, wenn dort eine 100 Watt Glühbirne hängen würde, dann würde es für den Betrachter den gleichen Lichteindruck machen, wie diese 10 Watt Birne, die jetzt kaum noch zu sehen ist, mit einem Reflektor dran. Ja, und das sind diese effektiv abgestrahlte Leistung, effektiv radiated power, bezogen auf den Isotopenstrahler, das ist das I. Da kommt das her. Also da kommen niemals aus dieser Taschenlampe, kommen keine 100 Watt raus. Das ist ein Vergleichswert. Deswegen können durchaus mal EIRP-Werte auftreten, die relativ hoch sind, weil man halt dort an diesem Standort Antennen mit einem relativ hohen Gewinn aufgebaut hat. Das ist dann vergleichbar mit einem Rundstrahler, der diese Leistung hätte. Es kommt aber niemals aus der Antenne raus. Das muss man wissen, um diese EIRP bewerten zu können. Ja, wenn ich da die Hand vorhalte vor diesen Reflektor mit der Glühbirne, dann kriege ich auch nur 10 Watt ab. So, gucken wir uns mal die Funkfelddämpfung an, über die verschiedenen Frequenzen und verschiedene Entfernungen. Man sagt ja immer, dass niedrige Frequenzen besser sind als wie die hohen Frequenzen, aber warum ist das eigentlich so? Das liegt daran, dass wir bei niedrigeren Frequenzen, 900 MHz, größere Antennen haben. Das heißt, die wirksame Antennenfläche ist größer, als wie wenn ich dann für 1800 oder UMTS oder 2.6 eine kleine Antenne habe. Da ist die wirksame Antennenfläche einfach kleiner. Deswegen habe ich eine höhere initiale Dämpfung, sowohl am Sender als auch am Empfänger. Ja, das macht sich so bemerkbar, dass zum Beispiel in 1 Meter Abstand, wenn ich meine, nehmen wir mal 10 Meter, in 10 Meter Abstand von einer Antenne bei 900 MHz 52 dB Funkfelddämpfung habe und bei UMTS sind es 59. Ja,
Das ist ein bisschen mehr, 52 bis 59, das sind 7 dB dazwischen. Das ist also ein Viertel der Leistung, die dort raus oder die noch quasi verfügbar ist. Wenn ich mit UMTS die gleiche Reichweite erzeugen wollte wie mit 900, müsste ich mit der vierfachen Leistung auffahren. Aber nicht nur an der Basisstation, sondern natürlich auch am Funkgerät. Das liegt eben daran, dass die initiale Dämpfung durch die Konstruktion oder durch das Wesen der Antenne, die wirksame Antennenfläche, halt hier bei dieser höheren Frequenz kleiner ist. Wenn ich nämlich jetzt anschaue, wenn ich die Entfernung vergrößere, ja, bei einer Verzehnfachung der Entfernung gibt es immer 20 dB mehr Funkfelddämpfung. Das ist sowohl bei 900 MHz der Fall, als auch bei allen anderen, ja, also bei UMTS, auch wieder eine Vergrößerung um 20 dB. Das Funkfeld an sich, wenn die Welle einmal draußen ist, ja, die Antenne verlassen hat, dem ist das egal, ob das 900 MHz überträgt oder 1800 oder 22. Das hat immer die Welle ist immer quasi auf einer Kugeloberfläche und nimmt dann immer quadratisch ab. Und das ist dieser Effekt. Diese bessere 900er Frequenz liegt eben wirklich daran, dass es für die 900er Frequenz einfacher ist, sich von der Antenne zu lösen als wie eine UMTS-Welle. Ja, da haben wir dann so eine initiale Dämpfung. Das Ganze kann man dann nochmal ein bisschen auftragen auf verschiedene Frequenzbereiche. Die finden sich dann auch im Buch. Für den, der es interessiert, da kann man wunderschöne Pegelpläne machen. Man kann auch wunderbar sehen, wenn ich jetzt von einem Funkturm so und so weit entfernt bin und ich habe jeden Empfangspegel, kann ich wunderbar über die Entfernung gucken, was hat der für eine effektiv abgestrahlte Leistung, oder wenn ich die Antenne kenne, was für eine Leistung kommt aus der Endstufe gerade raus. Geht hervorragend. Also man kann das mit einer guten Antenne und mit einem guten Endgerät oder Spektrumlaser, Kodenlaser, kann man das so bis auf 2 dB genau machen. Oder 1 dB, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Dieser Effekt wird hier Entfernung über das Funkfeld, wird übrigens auch bei Bluetooth Low Energy genutzt. Da sind wir dann bei 2,4 GHz, also hier etwa in diesem Bereich, und zwar so in wenigen Meterbereichen, so bis maximal 20 Meter, dass man dort die Entfernung mitmessen kann. Bluetooth Low Energy oder misst die Feldstärken, ich signalisiere, mit welcher Leistung ich sende. Die andere Seite sieht, oh, du sendest mit der Leistung, du kommst bei mir so und so schwach an, also liegen dazwischen zum Beispiel 47 dB, dann bist du 2 Meter weg. Ja, das ist bei Bluetooth Low Energy spezifiziert. Funktioniert natürlich nur auf Sichtweite. Wenn da Hindernisse dazwischen sind, dann stimmt das natürlich nicht mehr. Aber man kann das machen. Man kann Entfernungen mit Pegeln kann man messen. Nicht so genau, aber es geht. Das wäre das Ganze nochmal grafisch dargestellt für verschiedene Frequenzbereiche, wobei diese Formel, die ich dafür verwendet habe, eigentlich nicht für 150 MHz gilt, also für 2 Meter Amateurfunk, sondern da gelten noch so, das sind noch so ein paar andere Sachen, die da mit Einfluss haben. Aber diese für normalen Mobilfunk so ab 300 MHz bis 40, 60 GHz gelten diese Formeln sehr gut. Und ich habe es ja mehrfach experimentell bestätigen können. Sind jetzt eigentlich dann gute Frequenzen oder niedrige Frequenzen grundsätzlich gut, oder wo finden diese niedrigen und hohen Frequenzen Einsatz? Man sagt immer, ja, die niedrigen Frequenzen, die haben die höhere Reichweite. Ja, das stimmt, weil das liegt daran, dass sich die Welle von der Antenne einfacher löst, und dabei ist es auch egal, ob die sich auf dem Land einfacher oder in der Stadt einfacher von der Antenne löst. Das heißt, niedrige Frequenzen sind grundsätzlich erstmal, haben eine höhere Reichweite und damit im Prinzip auch erstmal auch eine etwas größere Gebäudeeindringtiefe, weil sie halt schon mal von vornherein stärker da sind. Jetzt haben wir bei den niedrigen Frequenzen mache ich nicht so besonders viel Kapazität. Also da sind die Bandbreiten relativ gering und das tummelt sich da alles. Jeder möchte niedrige Frequenzen haben, eben um Reichweite zu machen. Deswegen müssen wir auf Kompromisse eingehen. Niedrige Frequenzen haben noch einen großen Vorteil. Niedrige Frequenzen, niedrige 900 MHz. Wenn ich mit einer langwelligen Welle auf irgendein natürliches Hindernis schaue, wie in diesem Bild zum Beispiel, dann erscheint mir das natürliche Hindernis wie eine Wand. Das heißt,
Niedrige Frequenzen finden in ländlichen Areas eher Reflexionen vor an chaotischen Gebilden, Bergen, Bäumen, Blättern, als wie höherfrequente Frequenzen, weil diese sind kurzwelliger, die sehen die einzelnen Blätter und die Blätter stehen ja alle kreuz und quer, das heißt, die höheren Frequenzen erfahren dann eher eine Streuung, als wie eine Reflexion von dieser vermeintlich schwarzen Wand, die da rumsteht, weil ich da unscharf drauf schaue. Ja, das gibt dann. Also deswegen sind die niedrigen Frequenzen in niedrigen oder die Lowbänder in Flächen doch besser, weil die dort bessere Reflexionseigenschaften vorfinden. So ein Tal, ja, wenn da jetzt nicht gerade ein Funkturm reinleuchtet, was jetzt nicht so oft der Fall ist, kann nur durch Reflexionen leben und da sind halt niedrige Frequenzen ganz gut für geeignet. Jetzt guck mal die hohen Frequenzen an. Also, und ich habe hier so eine Türe, die ist vielleicht ein Spalt offen. Ja, so eine große Welle, so eine lange Welle, die passt jetzt schlecht durch den Türspalt durch. Also die Deep-In-House-Versorgung ist jetzt mit so einer Low-Frequenzwelle nicht immer hundertprozentig gewesen gegeben. Die ist natürlich von vornherein stärker da, klar. Deswegen kommt sie auch durchaus ins Gebäude hinein. Aber so Gebäudeeindringung machen eigentlich die höheren Frequenzen besser, weil diese passen dann doch eher durch so Türspalte oder durch irgendwelche Schlitze und Ritze passen die durch, wo so eine langwellige, niederfrequente Welle nicht so richtig freiwillig reinkommt. Häufig wird das wettgemacht eben durch die höhere Leistung, die mit der oder die niedrigere Ablöseenergie der Lowband-Frequenzen. Aber wenn man es genau nimmt, wenn ich irgendwie eine In-House-Anlage habe oder möchte da irgendwie mit einer Antenne größere Tunnelsysteme versorgen, dann eignen sich die höheren Frequenzen damit besser, dafür besser als wie die Lowbänder. Gut, damit wäre das ein sehr langer Talk gewesen. Das nächste wäre dann die Messverfahren für Antennenmessungen. Also jetzt das Ganze nochmal, wie messe ich diese Antennen? Diese Messverfahren, die gucken wir uns dann später nochmal an. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Bis später. Ciao.